Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Fallout 2. Ja, in der letzten Folge haben wir Vic gefunden und können ihn auch von Metzger freikaufen für 1000 Dollar. Das Problem ist bloß, wir haben nur 700. Ja, wir haben nur 716 Dollar und jetzt müssen wir hier in einem kleinen Bandenkrieg ein bisschen ausspionieren. Mag die Wachen. Was willst du? Du musst hier mit Tyler übers reden. Tyler, den Anführer der Gang. Ja. Wie geht's? Ach super, ich hab fast vergessen. Ein Kumpel von mir hat beim Glücksspiel das große Geld gemacht und er teilt seinen Reichtum. Du verstehst schon. Oh, große Pläne also. Ja, heute Abend schmeißt er zu Hause eine Party. Wird bestimmt bombig. Mach ein paar Flaschen für mich leer. Glaub's lieber. Wir werden bis zum Umfallen trinken. Okay, tschüss. Und das hört sich doch genau nach der Information an, die wir haben wollten. Dann können wir jetzt halt ja zurückgehen und hier mal ordentlich 150 Battlecaps eintreiben. Und den Rest können wir dann eventuell durch Verkaufen von Stimpaks oder sowas wieder rauskriegen. Hast du irgendwas gefunden? Ja, heute Abend lassen die eine Party steigen. Ausgezeichnet. Sie lassen bestimmt nur eine Notbesatzung zurück. Das sind doch gute Aussichten. Und die auf der Party kümmern wir uns nachdem wir die Kirche erledigt haben. Okay. Und mein Geld? Jetzt nicht. Wenn du dein Geld willst, musst du mit uns kommen. Du brauchst nicht zu kämpfen, aber ich will sicher sein, dass es keine Falle ist. Insgesamt kriegst du 300 Battlecaps. 300, das ist genau das, was wir brauchen. Entweder kriege ich gar nichts, wenn ich mich da raushalte, oder ich kriege genau das Geld, das mir fehlt, um Vic freizukaufen. Okay, dann lass uns mal losziehen. Okay. Damit hat offiziell der Überfall begonnen. Rüste mal deinen Hammer aus und geh mal ein bisschen nach vorne, dass du ungefähr schon mal bereit stehst. Sulik ist natürlich ganz vorne wieder mit dabei. Auch wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen Aggro auf uns ziehen, aber wenn unsere Auftraggeber hier jetzt sterben, dann bekommen wir gar nichts. Deswegen lieber mal ein bisschen mitmischen. Solange wir nicht angeschossen werden, ist ja eigentlich auch alles in Ordnung. Wobei wir halt auch kaum Schaden machen. Hey, hör auf Sulik zu schießen. Okay, wurde getötet. Können wir dich eventuell looten? Geh mal ein Stück auf Seite. Stehst gerade ein bisschen ungünstig. Willst du mich veralbern?
Da ist doch eine Leiche. Wenn ich irgendwie seine Rüstung oder sowas haben könnte, fände ich das schon sehr großartig. Ah. Kampf beenden. Okay, immerhin eine Pistole. Rüstung kriegen wir nicht, aber die Pistole können wir haben. Okay. Danke, hier ist dein Geld. Noch 100 extra. Okay, wir haben das Geld. Aber jetzt hat... Komm, jetzt helfen wir auch noch gar mit. Au! Warum wird direkt auf uns geschossen? Okay. Kriegst voll eins auf den Schädel. Ohne Schaden. Das Problem ist gerade bloß. Da ist Lara drin. Und ich habe irgendwie den Verdacht, dass sie besser nicht sterben sollte. Okay, er ist ohnmächtig. Das heißt... Ja, jetzt tötet ihn schon. Er liegt am Boden, er kann sich nicht wehren. Und ich komme da nicht rein, um Lara irgendwie zu helfen. Verfehlt mit 95%iger Trefferchance und sie schießen sich gegenseitig ab. Okay, er ist tot. Dann können wir da drin ein bisschen aushelfen. Eine von Tylers Wachen. Wieder auf den Kopf zimmern. Wie gesagt, das Einzige, was mir jetzt gerade an der Situation nicht wirklich schmeckt, ist, dass Lara da drinnen ist. Und Sulik auch. Und da noch ziemlich viele... Kommen wir da hin? Nein, da kommen wir natürlich nicht hin und wir kommen auch nicht durch. Wir schießen doch mit relativ schwerem Geschütz hier. Ich komme einfach nicht voran. So. Gut, die ist erledigt. So gut wie tot. Das ist nicht gut. Wir haben wahrscheinlich auch nicht mehr genügend Zeit, um ihren Stimpack zu verabreichen. Jetzt muss sie überleben. Okay.
Das schaut gar nicht so verkehrt aus. Anführerin der Gang. Du kriegst jetzt von mir einfach mal ein Stimpack. Und du kriegst von mir nochmal ein Stimpack. Schwer verwundet, das schaut schon mal besser aus. Und wir haben noch einen Gegner hier. Ich beende einfach mal den Zug. Das müsste jetzt eigentlich gehen. Aber wie gesagt, ich glaube, es war gut, dass ich Lara das Stimpack reingedrückt habe. Also ich glaube, sonst wäre sie unter Umständen gestorben. Und das wäre für den Auftrag nicht so toll gewesen. Getötet. Okay, Kampf beenden. Sehr schön. So, jetzt schauen wir uns hier mal ein bisschen die Leichen an. Noch mehr Munition und Pistolen. Sehr schön. Was halt das Coolste wäre, wenn wir hier irgendwie noch eine Rüstung oder irgendwas in der Art finden könnten. Messer und ein Hammer. Was du wollen? Das wäre es erstmal. Ich will eigentlich, dass du aus dem Weg gehst. Weil ich eigentlich gern an die Leiche noch ran würde. Ja. Ja, ist manchmal ein bisschen fummelig. Ach nee, das war die Tür. Na gut, da kommen wir jetzt anscheinend nicht ran. Okay, uns geht's halbwegs gut. Wir haben es geschafft. Das war die Leiche. Mein besonderer Dank gilt dir. Ja, und was ist jetzt mit den Leuten, die ihre Party schmeißen? Nur so am Rande. Na gut. Dann hätte ich meine Stimpacks vielleicht doch aufheben können. Ja, hier ist... Kann ich mit niemandem Besonderem reden? Lara ist mir sehr dankbar. Gut, dann kann ich mich ja wieder aus dem Staub machen, ne? Oder? Was spricht der Pip-Boy? Status. Denn. Ja. Ja, das war's tatsächlich. Dann können wir mal wieder hier rüber gehen. Es ruckelt wieder ein kleines bisschen, bei dem ich immer noch nicht genau weiß, wo das insgesamt eigentlich herkommt, aber das müsste sich eigentlich gefühlt gleich wieder fangen. Ja, dann schauen wir nochmal zu ihrem Hauptquartier. Vielleicht sagen sie uns da nochmal was, vielleicht sind sie da zurück. Nee, da ist gerade niemand. Wir können uns ja hier mal ein bisschen umgucken. Bitte Spiel, fang dich wieder. Das fände ich super. Wenn du ein bisschen
weniger ruckeln könntest. Ah, jetzt. Geh mal hier rein. Und schau einfach mal, was hier so im Spind drin ist. Nichts. Und vielleicht im Schreibtisch? Nichts. Und vielleicht im Regal? Nichts. Und vielleicht in dem Regal? Auch nichts. Ja, wir haben uns hier nur mal ein bisschen umgeguckt. Und hey, wo könnte es sein? Was bist du? Ein Schreibtisch. Nein, ich meinte nicht den Schreibtisch. Ein Geist? Oh, diese Schmerzen. Es brennt so. Wer bist du? Ich halte an jeder Tür. An jeder Tür und klopfe, aber niemand öffnet. Niemand hört mich. Ich kann dich hören. Was ist los? Wo ist es? Ich kann es nicht finden. Ich bin verloren. Oh. Was suchst du? Vielleicht könnte ich dir helfen. Mein Medaillon. Es ist weg. Dieb! Dieb! Ich bin gerade erst gekommen. Ich war's nicht. Oh, grausames Schicksal. Du kannst mich nicht hören, nicht wahr? Lass uns nochmal mit dir sprechen. Nein, ich will nicht den Schreibtisch plündern. Ich möchte gerne mit dem Geist sprechen. Oh, diese Schmerzen, es brennt so. Was ist los? Wo ist es? Ich kann. Oh. Was suchst du? Vielleicht kann ich dir helfen. Mein Medaillon. Soll ich dir helfen, es zu suchen? Oh, grausames Schicksal. Tschüss, ich werde versuchen, dir zu helfen. Okay, sehr, sehr komische Situation. Auf jeden Fall unten eine Schaufel. Haben wir da nicht schon eine? Und noch eine Schaufel. Jetzt dürfen wir ganz schön viele Schaufeln inzwischen haben. 3 Stück. Ja gut, dann können wir mal... Haben wir da einen Eintrag im Pip-Boy? Status, denn bringe Annas Goldmedaillon zurück. Vielleicht weiß hier jemand irgendwas über eine Anna. Da können wir ja mit Mom oder so nochmal drüber sprechen. Apropos, wir haben Geld und wir haben Waffen. Erstmal überall die Munition raus. 136 Schuss haben wir inzwischen. Und 3 Pistolen. Die können wir auch bestimmt gut verscharpeln. Ja, die stehen immer noch vor ihren Leichen. Kann ich, ja, sagen wir mal so, so ein richtiges Interesse daran, die bei ihrer Feier zu stören, haben wir jetzt halt nicht. Nochmals danke. Na gut, dann gehen wir mal wieder zu Mom. Und schauen, ob wir da eventuell übernachten können. Oder im Zweifelsfall warten wir einfach. Aber so ein Zimmer wäre vielleicht schon nicht schlecht. Achso, nee. Was weißt du über das Haus, in dem es spukt? Ich weiß nicht viel darüber. Wahrscheinlich macht sich bloß jemand einen Spaß. Ist dieses Haus bewohnt? Einer der Jungs hat da vor ein paar Jahren übernachtet. Vielleicht weiß er etwas. Okay, und wer?
Er ist öfters vorbeigekommen und wollte Sachen versetzen, hauptsächlich Schmuck. Ich erinnere mich an ein kleines Goldmedaillon, das er selbst behielt. Erinnerst du dich an seinen Namen? Ich bin mir nicht sicher. Er hieß Joe oder Joel oder so ähnlich. Er ist jetzt fort. 19. Er hat sich ein paar Schlägern angeschlossen. Okay, danke. Tschüss. Okay. Joe oder Joel. Das ist auf jeden Fall schon mal eine interessante Information. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ich beende die Folge hier einfach wieder. Dass wir dann Vic befreien und ein bisschen unsere Pistolen, die wir jetzt gekriegt haben, versetzen. Darum kümmern wir uns in der nächsten Folge, würde ich mal sagen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr da auch wieder mit dabei sein würdet. Und sag einfach bis dahin und ciao.